Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Alundra. In der letzten Folge ist unser guter Freund Jess von uns gegangen. Und da stelle ich mir die Frage, war es Ronan, der ihn getötet hat? Haben ihn die Götter selbst getötet? Was zum Henker ist da vorgefallen? Und aus dieser Kiste haben wir jetzt von ihm eine kaputte Rüstung bekommen. Dort, kaputte Rüstung. Liegt in der Truhe von Jess. Was müssen wir damit machen? Das ist ja der Passierschein und hier der Brief von Jess. Quasi sein Tagebuch, sein ergreifender Abschiedsbrief. Er wusste also, wenn er das Haus verlässt, wird er sterben. Ich frage mich, woher wusste er das? Hat er geahnt, dass Ronan ihn möglicherweise tötet oder war es doch jemand anderes? Ich weiß es nicht. Alundra, ich brauche dich. Meine Tochter, Elaine, sie ist zusammengebrochen. Bitte, Alundra, ich bitte dich. Bitte rette meine Tochter. Ich schwöre dir, ich werde mich ändern. Aber wenn sie stirbt, bevor... Ich habe dich schon zu lange gesucht. Jetzt muss ich zu ihr zurück. Bitte komm, Alundra, bitte. Ich bitte dich. Das ist natürlich nicht so schön. Das war, glaube ich, der Trinker aus dem... einem Haus. Ah, ich wollte auch mal gucken. Hier gab es doch irgendwo noch einen zweiten Shop, oder? Der auch irgendwie gesagt hatte, nee, das ist zu teuer, oder nee, das ist zu wertvoll, das gebe ich dir nicht. Oder irgendwie sowas war da. Den möchte ich kurz suchen. Weil, ich glaube, er war noch in diesem Dorf. Es ist alles verschlossen. Was ist hier los? Hier, das ist ja das Haus der Wahrsagerin. Hier ist das Haus von den anderen. Oder, genau, ich wollte auch noch mal schauen, was der Typ an den Klippen des Wahnsinns so für Sachen hat. Weil ich bin mir nicht mehr sicher, was er so da alles auf Vorrat hat. Der hatte uns ja auch mal so eine, ja, leicht kaputte Rüstung angedreht. Und da schaue ich jetzt mal kurz nach, bevor wir Elaine helfen. Ganz kurz, ganz schnell und schmerzlos. Hier, dieser eine Typ, der erwähnte ja auch irgendwie diesen Lurvi oder Lurvi oder wie der heißt. Und dass der auch schmieden kann. Vielleicht, uiuiui, vielleicht kann der auch irgendwas mit der Rüstung anstellen. Hatten wir das Portal schon? Nee, ne? Das hatten wir noch nicht. Hatten wir noch nicht. Sehr gut. Ich möchte aber, ich glaube, hier rein. Wie schön, dass wir das Portal jetzt gefunden haben. Genau hier wollte ich hin. Das ist doch Lurvis Laden, oder? Ja, genau. Lurvis Schmiede. Waffen und Rüstungs- und Waffenreparatur. Ha! Vielleicht kann er die Rüstung reparieren. Also neue Sachen hat er schon mal nicht, aber... Mal schauen. Willst du jetzt was kaufen oder nur dumm rumstehen? Ich will dumm rumstehen. Und dass du mir was reparierst. Reparier mal was. Merkwürdiges Ding hast du da. Lass mal sehen. Es ist ganz schön alt, aber ich könnte es reparieren. Soll ich anfangen? Ja. Umsonst kann ich es dir nicht geben. Wie wäre es mit lächerlichen... Haben wir. Natürlich. 2163 Gulden. Das ist ein seltsamer Preis, aber wir haben es. Lurvi nimmt die beschädigte alte Rüstung begierig. Das überlass mir. Okay. Und da schwindet unser Geld. Alter! Der geht da aber hart ran. Hab schon lange keine Rüstung mehr repariert. Hab's aber toll hingekriegt. Ja, wirklich. Toll, was? Bin ganz stolz drauf. Lurvi übergibt die reparierte alte Rüstung. Das ist wunderschön. Das war's? Das war's! Diese Rüstung haben wir jetzt. Schwere Kupferrüstung. Ich hoffe, das war es wert. So, dann mache ich mich mal auf zu dem Haus. Und ich gehe hier rein. Ach, ich liebe dieses Schnellreisesystem. Das war falsch.
Ich musste oben rein. Und zwar hier. Ein paar Portale müssen wir noch aktivieren. Aber da müssen wir auch erstmal schauen, wo die sind. So. Ach, ins Casino wollte ich auch irgendwann nochmal, weil es da wohl noch Falken zu holen gibt. Aber erstmal gehen wir der Geschichte nach. Hallo. Was? Mia? Sie sollte längst zu Hause sein. Sogar Mia kann nicht in Elens Traum eindringen. Die Träume scheinen stärker zu werden. Jetzt hat Elene einen Albtraum. Ich war dumm, als ich annahm, die Götter wären nett und gütig. Sie sind nur herzlos und grausam. Das ist alles. Oh je. Dann wollen wir mal... Mia kann Elens Albtraum nicht allein beenden. Okay, lass mich mal hier rüberspringen. Ich höre auf zu trinken. Ich gieße alles weg, was ich habe, aber helft meiner Tochter. Bitte rettet Elene. Mia sagte mir, dass Elene einen Albtraum hat. Das arme Mädchen musste schon so viel leiden. Das hat sie nicht verdient. So, Mia, was geht ab? In Elene leben verschiedene Personen. Ich habe 4 gezählt. Das macht die Sache extrem schwierig. Sollen wir mal? Ich kann den Albtraum allein nicht beenden. Du wahrscheinlich auch nicht. Soll ich dir helfen, Alundra? Wollen wir es gemeinsam versuchen? Oh, ja, klar. Danke. Ich weiß, wir können es gemeinsam schaffen, Alundra. Wahrscheinlich könnten wir zusammen fast alles schaffen. Ihr dürft nicht vergessen, sehr vorsichtig zu sein. Für mich... Alundra, Mia, bitte rettet meine Tochter. Wir geben unser Bestes. Also los. Bist du bereit, in Elenes Albtraum einzudringen? Es muss wohl sein. Also Mia, mach mit. Elens Traum. Das war ich nicht. Alundra, bitte warte auf mich. Ich kann dir helfen. What the hell is this? Was? Ach du Scheiße, was seid ihr denn bitte? Wow. Was ist denn hier los? Mann, oh Mann. Kann ich dann hier runter? Achso, ich kann nur hier so runter springen. Okay. Ich habe das Gefühl, die Perspektive verarscht dann wieder so ein bisschen. Okay, den Knopf habe ich gedrückt. Ich möchte aber noch die Kiste haben. Mal sehen, ob das funktioniert. So, hier so. Nein, das funktioniert nicht. Au. Ja, komm mal her. Dann mache ich dich hier platt. So. Oh Mann, die sind echt ekelhaft. Das hier geht schon mal nicht. Kann ich hier runterspringen? Nein, natürlich nicht. Also hier nochmal hoch. Und darunter geht nicht. Und was ist das hier? Ich soll noch oben oder unten kommen. Ich gehe mal hier lang. Dann bin ich hier. Oh! Mehr? Okay, aber ich bin hier an der Nichtkiste. Verdammt. Dann muss ich jetzt hier rein. Oh Gott. Ah. So. Das klappt so, glaube ich, nicht, weil der ständig abhaut. So, perfekt.
Und hier hinten geht es wieder raus. Alundra, es fällt mir schwer, das zuzugeben, aber ich weiß nicht weiter. Bitte komm her und hilf mir. Wenn ich den Weg finde, gerne. Ich will aber... Auf die Kiste! Das funktioniert so nicht. Okay. Okay. Dann halt so. Ich sollte ihr sowieso helfen. Ach du Schande. Lava. Na gut, Alundra, hast du eine Idee, wie wir die Tür öffnen können? Das habe ich nicht gesteuert. Das war Alundra selbst. Ich kann einfach auf ihre Birne hüpfen. Unglaublich, du hast mich als Treppe benutzt. Ja, schön, ne? Aber ich muss zugeben, dass du spitze warst. Und das bewirkt dir jetzt was? Naja, schauen wir mal. Heilkräuter. Kann ich irgendwie da hochgelangen? Sieht nicht so aus, oder? Kann ich eigentlich meinen Eisstab hier benutzen? Nö. Ich will hier rauf. Na also. Dann haben wir hier bestimmt auch nur Heilkräuter drin. Yep. Können wir aber gut gebrauchen. Weiter geht's. Jetzt bin ich hier. Ich versuche nochmal hier hochzuspringen. Ach nee. Hä? Ach so, doch. Hier möchte ich rein. Und bin dann hier. Ich habe schon darüber nachgedacht, solange du noch unterwegs warst. Ich glaube, jeder der Schalter schafft eine entsprechende Bodenplatte, wenn man drauf tritt. Warte, ich habe eine Idee. Ich trete auf die Schalter und du springst auf die Bodenplatten. Hast du kapiert? Okay, Schalter, Bodenplatten. Ah! Nein! Das war mir jetzt ein bisschen zu hektisch, aber gutes Teamwork, würde ich sagen. Aua. Das war kein gutes Teamwork, das war... gemein. Nochmal, aber diesmal etwas mehr Konzentration, hm? Ja, Entschuldigung. Alles klar. Können wir das nicht umgekehrt machen? Und weiter? Ha! Ich musste rüberspringen, okay. Verdammt. Ach, schon wieder die Fotzendinger. Sorry. Entschuldigung. Ich musste dann also rüberspringen. Ja, ich habe kapiert. Endlich mal. Ah, verdammt. Da war ich schon so weit gerade und dann sowas. Ich bin manchmal auch zu nichts zu gebrauchen. Und rüber. Oh Gott sei Dank. Er läuft wieder von alleine und drückt den Schalter. Okay, Alundra, der Weg zur Tür ist frei. Das ist der Moment der Wahrheit. Also los. Ich möchte aber noch die eine Kiste haben, die ich nicht erreichen konnte. Das wäre super. Das wäre super duper. Warte mal, ich könnte. Oh yeah. Das war gut. So, du trägst auch Mann. So, jetzt muss ich da vorne hin. Muss also wieder ganz außen rum. Dann war das nur so ein Stärkungselixier. Nein, ich... Ach, ich muss. Ich muss. Ich wollte schon sagen, ich will nicht. Nein, bitte nicht. Aber ich muss ja hier hin. Und dann... hier runter. Ach nee, verdammt. Das ist alles so ein bisschen uneinsichtig hier. Und das war überhaupt nicht geplant.
Das auch nicht. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein. Dankeschön. Musste ich dann hier hoch? Ich hab's vergessen. Nee, ich musste nicht hier hoch. Wie kam ich denn jetzt nochmal dahin? Ich musste hier runter. Alles klar. So. Mehr? Ein Wasserfall. Und eine Kiste. Mit? Du trägst so viel. Heilkräuter. Man sieht hier irgendwie gar nichts. Hier komme ich nicht durch. Hier aber irgendwie. Ah. Haben wir zu viele von. Okay, weißt du was? Dann nehmen wir einfach kurz welche. So. Haben wir immerhin volle Lebensenergie. Ja, in der Hoffnung etwas zu finden. Ja, 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 die Kiste ist leer. Sie ist so leer. Aber wie komme ich hier weiter? Ah, ich kann hier noch ziemlich weit nach rechts. Hallo? Das macht das schon mal runter. Ich würde gerne noch irgendwie hier hochkommen. Was hoffentlich irgendwie möglich ist. Ich hoffe, es geht nicht auf Zeit. Yeah! Goldener Falke! Jetzt muss ich gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Ah, jetzt bin ich hier. Und habe zu viel davon. So, kann ich hier jetzt bitte wieder raus? Irgendwie? Das wäre hervorragend. Dankeschön. Tschu. Gut, es ging nicht auf Zeit. Jetzt bin ich wieder hier am Anfang. Das ist unmöglich. Wie sollen wir da rüberkommen? Der Abgrund ist viel zu breit zum Springen. Ha! Verdammt. Darf ich das jetzt alles nochmal machen? Ah. Okay, ich muss auf sie warten, auf ihren Kopf springen und rüber. Aber ich sollte den Weg ja jetzt kennen. Sollte man zumindest annehmen. So, dann ging es ja hier lang. Ich hoffe, der Stein ist nicht wieder hochgegangen. Gott sei Dank. Und er läuft wieder automatisch. So, mehr. Ja, ja, wir kommen darüber. Ich springe einfach auf dich drauf. Und rüber. Ich habe doch gesagt, dass du hast den Vortritt. Aha. Mia, du müsstest dich, glaube ich, mal da drauf stellen. Oder ich springe einfach rüber. Und hole mir diese wunderschöne Kiste, wenn ich könnte. Wehe, das geht auf Zeit. Dann werde ich böse. So. Wenn da eine Tür ist, müsste hier doch eventuell ein Schlüssel drin sein. Ha, genau. So. Dann komm mehr. Was ist das? Ah, jetzt beginnt die wahre Prüfung. Wir müssen alle vier Albträume zerstören. Boah, vier hat sie gleich. Wenn nur einer übrig bleibt, fürchte ich, dass Elaine einen schrecklichen Tod hat. Mit welchen Albtraum sollen wir anfangen? Der farbige Kristall in der Mitte muss zerstört werden. Er scheint die Reihenfolge festzulegen. Womit fängt es denn an? Okay, erstmal speichern. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, ich möchte speichern. Unbedingt. Er scheint die Reihenfolge festzulegen. Tja, schauen wir mal. Ich speichere hier. Yep.
Hättest du gerne die Möglichkeit oder Fähigkeit, in andere Träume eindringen zu können? Es müssen ja jetzt keine Albträume sein, es können auch normale Träume sein. Und, was würdet ihr euch daraus erhoffen? Ich persönlich glaube nicht, dass ich das wollen würde oder können würde. Aber man muss es ja dann auch nicht tun, ne? Also dann, bis zum nächsten Mal.